Klein Basel Connection Teil 7b. Er war in keinem Fall bereit, die totale Ruhe und Stille in der Wohnung zu finden. Mutter Heirie hat sich auf das Sofa in dem Tageszimmer gelegen. Janan sah er da nicht. Er hat in sich der Kraft gefunden, um Mutter leise zu fragen: Wie geht es? Natürlich, dass sein Interesse war, zu hören, wo Janan ist. Aber da Mutter so ruhig und gelassen war, ist das Einzige zu vermuten geblieben, dass Janan noch schläft, glauben, dass ihre Mutter und ihr Bruder sich um Kleinen kümmern. Und Mutter dachte, dass das Kleine neben Janan ist. Ideal, wenn Mutter so glaubt, dass das Baby bei Janan ist und Janan ruhig schläft, ohne zu wissen, wie viel Uhr ist es, dann lassen wir es so bis die Veränderung ihres Begreifens des wahren Sachverhalts. Inshallah, sagte er sich und ging in eigen Zimmer, um sich zu erholen. Verwirklichung des Eides hat mich monatelang erschöpfend beschäftigt. Und jetzt schauen wir, was kommt. Er hat keine Angst, sich im Gefängnis zu finden, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass es möglich ist, ohne gleichen Urteil für Don. Das wünscht er ihr in keinem Fall. Deswegen soll sie selber um sich sorgen und nicht zu verraten. Entführungen sind überall eine Straftat mit großen Strafen sanktioniert. Falsche Zeugenaussagen in solch einem Fall auch. Gleichzeitig fiel er in große Sorge um Janan. Es ist zu erwarten, ihr seelisches Zerbrechen und langjährige Psychotherapien, die wahrscheinlich Janan nie in seelische Gesundheit bringen wird. Ich beschuldige sie gleich so viel wie mich selbst, aber viel weniger mich als ihren Taugen nichts Freund Heiner. Wir Menschen sind nicht Art der Kuckuckvögel, die eigene Eier in Vogelnester anderer kleinen Vögelarten legen dürfen. Kuckucksart betrachtet Eup von zwei Seiten. Einerseits als Art der frechen, verkommenen, schädlichen Wesen und andererseits als Wesen, die Menschen warnen, um nicht so sicher sein, dass sie, Menschen, auf alle Erwartungen, Ausgänge und Lösungen immer recht haben. Auch im Fall sei jemand maximal positiv und human. Als Bub in Trakia hat Eib dank einer Kuckucksbeobachtung sich eine Sicherheit erworben, dass in dieser Welt eine Kraft regiert, die etwas will und nach ihrem Wollen etwas einem Menschen erlaubt und etwas anderes gleichem Menschen erlaubt nicht. Klein Kuckuck-Küken trifft eigene Mutter nie im Leben und zudem lernt auch nichts von Mutter, in deren Nest gebrütet worden ist. Doch als erwachsenen Vogel paart sich in der gleichen Art und legt wieder eigenes Ei im Nest des Vogels anderer Art. Also, woher weiß ein Kuckuck, was und wann tun, den er von keinem leiblichen Wesen etwas gelernt hat? Oder in allem, wo liegt die Gerechtigkeit? Alles das hat ihm gesagt, dass ein Mensch sich bemühen soll, zu haben, was er haben will, aber Gott entscheidet, was imstande kommen soll, beziehungsweise kommt. Also ein Tauge nichts ist auch da nach dem Wollen Allahs. Und ich bin vom Allah nicht verpflichtet worden, einen Tauge nicht zu dulden oder lieben. Ich habe Freiheit, für die Ordnung nach meiner Vorstellung zu kämpfen. Heiner hatte Freiheit, für die Ordnung nach seiner Vorstellung zu kämpfen. Jene, die nicht kämpfen, erwerben je nachdem, was bekommen diese, die kämpfen. Eib wollte wach bleiben, aber ist eingeschlafen worden. Janan hat ihn durch das Eindringen in sein Zimmer geweckt und dann noch ihr Schrei. Sie stürzte dann aus der Wohnung. Eib hörte auf dem Flur den entfernenden Ruf zur Hilfe. Heiner! Heiner!
mein Kind!« Als Eyüp aus seinem Zimmer kam, Chairje war bereits an der Türschwelle der Wohnung, versuchend, die Tochter irgendwie zu erreichen. Eyüp nahm sich die Sekunden, um sein Gesicht zu waschen und zog langsam aus. Vor dem Haus stand Chairje und beobachtete, wie Canan zum Rhein rennt. Durch die Fenster der umliegenden Häuser ragten die Leute. Canans Geschrei war so hoch, dass niemand es als nur den Bestandteil alltäglichen Lärms dieses Teils der Stadt annehmen konnte. »Mama, was ist passiert?« fragte ihr besorgtes Gesicht. »Ich dachte, dass das Kind neben Canan in ihrem Zimmer schläft, und dann kam sie schläfrig. Wo ist Heiner? Als ich sie fragte, ist es nicht neben dir, ging sie in dein Zimmer und dann draußen schreiend. Eyüp besorgt nickte mit dem Kopf und umarmte Mutter, die bereits in Sorge um die Entwicklung der Situation begann zu zittern. Eyüp und Chairje gingen eilend zum Rhein. Als sie auf den Erasmusplatz ankamen, hörten sie die Sirene des Polizeiautos. Chairje wollte anhalten, aber Eyüp zog sie weiter zu gehen. In keiner Angst vor der Polizei, sondern denken, dass man die Polizei lassen soll, ihre Arbeit zu tun. Bruder und Mutter in so einem Fall sollen sich normal verhalten. Zu Canan gehen, nicht zu den Polizisten. Eyüp hat sie gefragt. In welchem Instinkt und Reflex stürzte Canan sich zum Fluss und nicht in Richtung der Stadthektik? Eyüp wurde erschrocken von der Möglichkeit, dass verzweifelte Canan sich in den Fluss werfen kann. Obwohl an dem Flussufer viele Spaziergänger waren, so dass Canan nicht drüben Wasser gelassen sein würde. Als Eyüp und Chairje hinunter zum Fluss ankamen, mussten sie einige Leute fragen, ob sie eine junge, traurige Frau gesehen haben. Die Menschen haben erklärt, dass eine solche in Richtung Drei-Rosen-Brücke lief. Eyüp und Chairje fanden Canan neben einer Bank. Sie weinte sitzend auf dem Boden. Daneben war ein paar Frauen, die sich um Canan kümmerten. Trösten sie mit Reden und Umarmen. So schmerzhaft schien es, dass Eyüp definitiv bedauerte wegen dem, was er ihr getan hatte. Als sie ohne den Kopf zu heben realisierte, dass ihre Mutter und Bruder da sind, fragte sie türkisch, »Wo seid ihr gewesen? Was hat ihr geschaut?« »O mein liebes Kind!« Chairje umarmte Tochter. Eyüp hatte das Gefühl, dass keine Menschlichkeit in dem gibt, dass er Canan tröstet. Erst als echte brüderliche Sorge für die Schwester in ihm den Platz nahm, so als ob sie von einem anderen und nicht von ihm, ihren Bruder, verletzt wurde, saß er neben ihr auf dem Asphalt. Er fühlte, dass sie sich ihm als dem lieben Bruder neigte, und gleichzeitig als den Vater, den sie nicht kennengelernt hatte. Eyüp hat begonnen zu weinen vom Kummern über ihr Schicksal und über diese Situation, die jetzt wie der dunkelste Abgrund ihres Unheils aussieht. In diesem Augenblick traten die Polizisten ein, eine Frau und zwei Männer, und von der Seite der Drei-Rosen-Brücke die Notfalldienstärzte auch. Mitarbeiter des Notfalldienstes begannen sich um Canan zu bemühen, nicht darüber zu fragen, warum sie in Verzweiflung fiel. Eyüp und Chairje standen schon weg vom Canan. Es ist eine Situation für die Polizisten geworden, zu erkunden, was da geschah. Die Polizistin hat Chairje an die Seite gezogen und ein Polizist in Zivilkleidern begann das Gespräch mit Eyüp. Eyüp erzählte, was er gefunden hatte, beziehungsweise wie es schien, als er um 15.30 Uhr nach Hause kam. Dann hat der Polizist ihn gefragt, wie gemächlich die Sachen in der Familie liefen. Als der Offizier nach der Frage,
Wer der Vater des Kindes ist, Hirte vom Ehep. Heiner Gasser verriet mit dem Gesichtsausdruck einem echten Pokerspieler, dass diese Information als sehr wichtige genommen sein wird. In Ehep ist plötzlich eine Hoffnung entstanden worden, dass die Bullen bei der Untersuchung den Fall vom Verschwunden des Kindes Janans in die falsche Richtung gehen werden. Dann aber fragte der Polizist, wo sind Sie zwischen Mittag und 3:30 gewesen? Zwischen 13 und 15 mit einer Dame im Restaurant Sorbas in Weil am Rhein. Würden Sie uns sagen, mit welcher Dame, im Fall, dass es uns wichtig sein wird? Ja. Danke schön, Herr Bayram Pasch. Bitte schön, antwortete Ehep, denkend, dass da für ihn alles relativ sicher läuft. Ach, entschuldigen Sie bitte noch eine Frage. Etwa im Stil des Inspektors Colombo kam der Polizist zurück zu Ehep. Ja? Ist Ihre Wohnung gewöhnlich geschlossen? Niemals. Warum nicht? Ehep relativ frech, das ist zweite Frage. Entschuldigung, und doch blieb in der Stellung des Wartens auf die Antwort. Ehep nach einem Augenblick der Spielerei mit den Nerven des Polizisten antwortete, Schließen der Wohnung ist ein Zeichen des Misstrauens den Nachbarn gegenüber. Letztendlich eine Beleidigung. Ehep bemerkte bei den Polizisten die Bewunderung über diese Haltung den Nachbarn gegenüber. In fine, danke schön für Ihres Bemühen, uns zu helfen, sagte Polizist. In fine, bitte schön, sagte Ehep ihm. Medizinisches Personal stellte erschöpfte Janan auf Krankenbahre. Ehep schien es ganz normal, dass Mutter neben Janan bis ins Spital fährt und nicht er. Doch er begleitete Mutter bis den Eingang des Fahrzeuges des Notfalldienstes und mit vielen ergriff Janans Hand. Medizinisches Personal hat das gelassen, solange wie Janan es braucht. Als sie Ehep's Hand weggelegt hatte, machten Leute Fahrzeug zu und fuhren es hinauf ab. Vor die Abfahrt sagte Ehep Mutter, ich warte auf dich zu Hause. Er ging langsam nach unten zum Ufer. Schuldgefühl hat ihn so überwältigt, dass er zur Polizei gehen wollte, um zu sagen, wie alles wirklich gewesen war. Seine Trauer um Janan war noch stärker. Nur seiner Hass zum Vater seines Neffen hielt ihn in der Entschlossenheit nicht zu verzeihen und bei der Tat durchzuhalten. Er glaubte nicht, dass Mutter bald nach Hause kommen wird und kam zur Überlegung, in Roten Krater zu gehen. Es war schon 5:30. Als er schon in Webergasse einkam, berechnete er, dass es nicht gut sein kann, mit Don weiter über die Tat zu reden und weiter Neues zu bestimmen, sondern alles in Einvernehmen lassen. So drehte er sich zurück nach Hause. In der Wohnung fühlte er sich verloren, als ob er noch nie jemanden in eigener Gesellschaft gehabt hatte. Er brauchte irgendwelche Musik, aber wollte nicht Radio- oder TV-Gerät einschalten. Am Janans Grammophon lag eine Schallplatte. Er hat Janans Musik nie gemocht. Er denkt, ihre Musik gut für die Beerdigungen hier örtiger Leute sei. Musikalisch ausgebildete Musiker operieren die Musik. In einem Augenblick kaum etwas zu hören, dann geradezu, etwas, um das Trommelfell des Hörers zu brechen. Und musikalisch unausgebildete Musiker lassen sie sich durch sie die Musiker herauszustellen, sprach er der Schwester. Was er da hörte, war ebenso Musik für die Beerdigung, aber seines Glaubens, dass er immer ein Mann der richtigen Züge ist. Die Musik ergriff ihn und nahm ihn in seine Kindheit.
Er entschied sich, auf der Deckplatte zu sehen, was für ein Musikstück da läuft. Klaviersonaten, Sonata quasi una Fantasia, Cis-Moll, Opus 27, Nummer 2, Mondscheinsonat. Er fiel in Erinnerung an Wiesen rund um sein Dorf in Thrakien. Gerade erinnerte er sich, wie sein Vater aus der Schweiz kam, um Heirie und damals zwei minderjährige Kinder nach Ausland zu nehmen. Als die Musik, die er nicht mag, begann. Karl Engel, geboren in Basel, stand auf der Etikette der Schallplatte. Er spielt es, weil er hier geboren wurde, so wie ich als Kleintürke die Darbuka schlagen wollte. Dann wandte er die Platte auf dieser Seite, aber hat die unangenehme Musik sofort begonnen. Er schaltete den Plattenspieler aus. Schauend auf die Uhr dachte er an die Frau, die kleinen Heiner nahm. Es überraschte ihn, dass sie das Kind anderer Leute so sehr wollte, als ob sie sicher ist, dass sie nie eigenes haben wird. Oder Allah will es, dass kleiner Heiner wieder zur Mutter kommt. Allerdings, Eib war schnell klar, dass die Rückgabe des Kindes andere Schwierigkeiten verursachen kann. Die Strafanstalt für jetzt mindestens 3 Personen. Das Geld werde ich schon morgen ihr nicht zurückgeben können.